Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Assassin's Creed ist eine Reihe, die mich jetzt über Jahre begleitet hat und die mich auch immer wieder faszinieren konnte. Doch leider haben die letzten Ableger Origins und Odyssey nicht mehr wirklich meinen Geschmack getroffen und gekoppelt damit, dass die Gegenwartsgeschichte, die seit 2012 kaum vorangetrieben wurde, in einem Comic zum Ende kam, war für mich die Zeit gekommen, mich von diesem Franchise zu trennen. Das heißt nicht, dass ich aus Prinzip kein Assassin's Creed mehr spielen werde, aber nur noch dann, wenn es mich wirklich überzeugt. Und diesen Abschied der Reihe möchte ich heute mit meinem ganz persönlichen Ranking der Spiele abschließen, die ich auch selbst gespielt habe. Also Odyssey wird nicht dabei sein. Ich weiß, heutzutage wird eigentlich alles über Tierlisten geregelt, aber hey, ich bin irgendwie altmodisch. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Ranking beginnen, möchte ich hier ein paar grundsätzliche Regeln klären. Die Liste wird sich nicht nur an die rein objektiven Dinge halten, schon allein, weil das irgendwie unfair wäre. Ein Spiel von heute hat beispielsweise natürlich größere Welten, mehr Details und im Generellen schönere Grafik. Bei der Betrachtung werde ich dementsprechend immer versuchen, die Spiele auch im Kontext ihrer Veröffentlichungszeit zu betrachten. Dabei werde ich natürlich auch darauf achten, welche Neuerungen der Teil für die Reihe brachte. Doch ich werde in das Ranking auch ganz persönliche Punkte mit einbringen, zum Beispiel, ob mich ein Spiel ganz besonders enttäuscht oder ganz besonders beeindruckt hat. Ich werde dabei versuchen, das Ganze trotzdem möglichst nachvollziehbar zu erklären. Zu guter Letzt werden auch noch Punkte mit einfließen, die mit bestimmten Veröffentlichungstaktiken zusammenhängen. Was das genau betrifft, werden wir später noch genauer sehen. Seht das Video im Endeffekt also einfach irgendwie als einen Vorwand für mich, die Reihe nochmal Revue passieren zu lassen und zu erklären, was ich mochte und was nicht, sodass auch vielleicht jemand, der sich nicht mit der Reihe auskennt, lernt, wo die Perlen versteckt liegen. Doch genug der Vorrede, beginnen wir mit dem Ranking. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. Ja, und damit beginnen wir direkt mit einem der wahrscheinlich kontroversesten Platzierungen, denn wenn man sich bei vielen so umhört, dann ist Rogue eigentlich einer der Teile, den viele sogar sehr mögen. Das liegt unter anderem sicher daran, dass es zum gleichen Zeitpunkt wie Unity veröffentlicht wurde, welches selbst mit seiner Reihe von Problemen daherkam, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Aber natürlich sicher auch, dass es das bereits bekannte Schiffs-Gameplay von Assassin's Creed 4 mit einer deutlich fokussierteren Geschichte kombiniert hat. Doch das Problem, das dadurch entsteht, habe ich bereits in meinem Video zu Nebenaktivitäten in Open-World-Spielen behandelt. Allerdings würde das allein nicht reichen, um das Spiel auf den letzten Platz zu katapultieren. Der große Knackpunkt war am Ende die Geschichte, denn diese ist zum einen komplett unlogisch. Wieso haben die Vorläufer zum Beispiel Städten gebaut, die die ganze Welt zum Einsturz bringen können, haben diese dann aber nur mit einem sehr simplen Mechanismus gesichert, den sogar ihre Feinde öffnen können? Von diesen Logiklücken mal abgesehen, ist das Hauptproblem des Spiels aber das enorm verschenkte Potenzial. Anstatt eines Assassinen spielen wir diesmal einen Assassinen namens Shay, der zu den Templern überläuft. Eigentlich ein interessanter Ansatz, bei der die verschiedenen Ideologien der beiden Gruppierungen hinterfragt werden könnten. Aber nein, stattdessen dreht Ubisoft den Spieß einfach um und die Assassinen sind schlicht böse und planen unter anderem die Leute von New York als Kollateralschaden zu vergiften, um ihr Ziel zu erreichen. Soviel zum Punkt des Credos, dass die Klinge immer von den Unschuldigen ferngehalten werden soll. Und getoppt wird das Ganze nur noch von den blassen Nebencharakteren. Für die Assassinen, die eigentlich Freunde von Shay waren, wird sich zu wenig Zeit genommen und die restlichen Templer sind einfach nur Beilage und werden nie interessant. Und, nur um das hier mal klarzustellen, das Spiel gibt dir Haytham Motherfucking Kenway an die Seite und selbst der ist uninteressant. Wie kann man es hinkriegen, Haytham uninteressant zu gestalten? Das ist schon fast eine Kunst an sich. Und die schwache Gegenwartsgeschichte hilft da auch nicht wirklich weiter. Selbst Assassin's Creed 4 hatte da mehr Plot. In Rogue passiert quasi gar nichts. Das Spiel ist nett, um die Vorgeschichte zu Connors Zeit in Assassin's Creed 3 zu erfahren. Mehr aber auch nicht.
Auf dem vorletzten Platz finden wir dann das letzte Let's Play-Projekt zur Assassin's Creed-Reihe mit Assassin's Creed Origins. Ich denke, mein großes Problem mit dem Spiel ist eines, das Yahtzee schon einmal angeschnitten hat. It went on a bit of a hiatus to see if it could find a way to recapture the magic, and after 2 years of thinking very hard, this is what they've come up with. A prequel with the subtitle Origins. Whoever's job it is to prevent the Ubisoft creative team from committing mass suicide, they cannot possibly be getting paid enough. Denn auch wenn er das vorrangig als Witz geschrieben hat, ist diese fehlende Kreativität das, was das Spiel in meinen Augen so herunterzieht. Sicher, es ist durchaus anders als andere Assassin's Creeds, aber am Ende ist es nur eine Mischung der Grundideen vieler Spiele, doch ohne deren Tiefe. Es gibt nun eine Open World mit mehr Fokus auf Nebenquests anstatt einfachen Aufgaben. An sich positiv, jedoch sind diese Quests fast immer einfach daran gekoppelt, bestimmte Nebenaktivitäten zu erledigen. Was ist mit deinem Koster? Dieses vermaledeite Regime, er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Das Parcoursystem ist zwar schon in älteren Teilen vereinfacht worden, seit Origins aber einfach komplett übertrieben, da Bayek jetzt auch komplett glatte Flächen greifen kann, was es dann noch seltsamer macht, wenn er andere Orte nicht greifen kann, obwohl es eigentlich möglich sein sollte. Am Ende nimmt das aber auch dem Klettern jeden Spaß. Es gibt jetzt ein richtiges Levelsystem wie in einem RPG, aber außer dem Erhöhen der Schadenswerte passiert bei Levelaufstiegen nicht viel. Es gibt ein paar alternative Skills, die man dann auch benutzen kann, das meiste sind aber einfache Schadensboni. Aber die größte Schwäche ist, dass Assassin's Creed mit diesem Spiel seine eigene Identität verloren hat, da man kein richtiger Assassine mehr sein kann. Dies wird gerne gekontert mit der Aussage, dass das durchaus geht, man muss es allerdings nur skillen. Und während es durchaus stimmt, dass ich einen schleichenden Charakter bauen kann, der aber trotzdem Bosskämpfe bestreiten muss, so kann ich das auch in Spielen wie Skyrim. Deswegen sind das aber noch lange keine Assassin's Creeds. Denn das Schleichen in Assassin's Creed war immer dahingehend besonders, dass es nicht einfach das typische Bücken und im Gras verstecken war. Das kam erst mit den späteren Teilen. Bis Unity gab es noch nicht mal eine richtige Schleichtaste und das war auch kein großes Problem, denn die Idee von Assassin's Creed war immer, sich innerhalb der Menge zu verstecken. Es ist sogar ein Teil des Credos. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf dass ihr euch mit der Menge verschmelzt. Die Herausnahme dieser Idee reduziert Assassin's Creed zu einem Standard-Schleichspiel, in dem man noch nicht mal viele Möglichkeiten hat. Wollt ihr die Feinde ablenken, indem ihr etwas zerstört? Pech für euch, die wissen sofort, woher der Pfeil oder die Bombe kam. Ich habe das Gefühl, selbst Sekiro hat mehr Features rund um das Gameplay zum Schleichen und da ist es nur eine Hilfe zum Kampf. Und auch was den ganzen Untertitel Origins angeht, bleibt das Spiel hinter jeglichen Erwartungen zurück. Das geht schon dabei los, dass es gar nicht logisch ist, dass die Assassinen erst 50 Jahre vor Christus entstanden sind, denn die Idee entstand nach Lore bereits zu Zeiten der Vorläufer. Zumal sich nämlich dann auch die Frage stellt, was mit Zivilisationen ist, die älter als diese Zeit sind, zum Beispiel die chinesische Zivilisation oder die Ureinwohner Amerikas. Haben sich die Assassinen etwa auch dort erst nach Origins gebildet? Und ist das Credo also durch die Europäer mitgebracht worden? Seltsam, denn Kit erwähnte in Assassin's Creed 4 das folgende. Ist das alles seine Idee? Sein Clan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit Tausenden von Jahren. In der ganzen Welt. Die Eingeborenen dieser neuen Welt hatten selbst eine Philosophie wie unser Credo. Von Anbeginn an. Und als die Europäer kamen, haben unsere Gruppen sich vermischt. Aber selbst wenn man diese Grundfragen ignoriert, wird man immer noch enttäuscht, denn die Assassinen oder Verborgenen, wie sie sich hier nennen, werden irgendwie am Ende einfach nur noch schnell reingedrückt, ohne dass sich wirklich Zeit für deren Aufbau genommen wurde. Dazu kommen diese recht seltsamen Ideen, wie bestimmte Dinge entstanden sind, zum Beispiel das Logo der Assassinen. Am dämlichsten aber ist sicher die Tatsache, dass das Ritual, bei dem sich die Assassinen als Zeichen der Loyalität den Ringfinger abschneiden und für das sogar die versteckten Klingen umdesignt wurden, dadurch entstanden ist, dass Bayek bei seinem ersten Attentat zu dumm war, die Klinge richtig zu nutzen. Danke, dass ihr das aufgeklärt habt. Hey, aber die Gegenwartsgeschichte hat doch endlich wieder einen richtigen spielbaren Charakter. Wenigstens verbessert sich Ubisoft in der Richtung, richtig? Ich glaube, darüber reden wir besser nicht. Die Gegenwartsgeschichte ist da, mehr nicht. Die Sache ist, selbst wenn man das Spiel als Neuanfang von Assassin's Creed betrachtet, ist es am Ende nur ein Spiel mit einer sehr hübschen Welt, aber enorm schwacher Geschichte und enorm schwachen Attentatsmissionen und ist nur deshalb vor Rogue gelandet, weil dieses einfach so viel mehr Potenzial verspielte. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen.
Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Auch dieses Spiel ist eines, das ich wahrscheinlich eher weniger Leuten empfehlen würde, denn Assassin's Creed Syndicate ist, so sehr ich das Spiel auch mögen möchte, am Ende einfach nur ein Sicherheitsprodukt. Um nicht in eine solche Bredouille zu geraten wie mit Unity, wurde versucht, an allen Problemen, die dieses hatte, zu schrauben. Und während das jetzt ja an sich erstmal nichts Schlimmes ist, so war die Folge davon, dass nichts wirklich Neues in das Spiel eingebaut worden ist und selbst an sich gute Features aus Unity wieder entfernt wurden, nur um eben auf Nummer sicher zu gehen. Auf die kommen wir natürlich noch zu sprechen. Was aber hier bleibt, ist eines der wahrscheinlich vergesslichsten Assassin's Creeds und das gilt im Besonderen auch für die Geschichte. Auch wenn den Antagonisten hier dann doch etwas mehr Persönlichkeit gegeben wurde, waren diese doch teilweise schon sehr comichaft böse. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Sterrett! Ich sagte, ich will nicht gestört werden! Und auch wenn die beiden Zwillinge Evie und Jacob ja an sich ganz nett waren, so wurde auch hier nichts wirklich Interessantes mit der Tatsache versucht, dass man sich aussuchen konnte, wen der beiden man spielen wollte. Beide hatten einfach nur ihre eigenen Missionen, die mehr oder minder unabhängig voneinander abliefen. Die Idee der Attentatsmissionen, welche auf den von Unity aufgebaut waren, war zwar gut, durch die Existenz eines einzelnen besonderen Attentats hat man aber immer das Gefühl, dass dies die einzig wahre Herangehensweise ist. Und auch die Gegenwartsgeschichte ist wieder einmal nur eine Nebensache. Es gibt eine neue interessante Assassinin, die man eventuell hätte spielen können, aber nein, es macht doch viel mehr Spaß, einfach ein paar vorgerenderte Cutscenes zu sehen, richtig? Das ist doch das, was man will. Lustig ist auch, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel Yuno auftaucht und den Plot der Vorläufer noch einmal herunterbricht. Warum, weiß ich nicht wirklich. Yuno ist in den späteren Spielen so unwichtig, dass man den Teil am besten einfach ignoriert, zumal mit dem Szenario des Ersten Weltkriegs auch nichts gemacht wurde. Getoppt wurde das Ganze eigentlich nur noch einmal mit dem Jack the Ripper DLC, der mit einer Mechanik daherkam, die so gar nicht zu Assassin's Creed gepasst hat und der von der Story her auch nicht wirklich überzeugen konnte, da das Geheimnis um die Person zu früh gelüftet wurde und es am Ende nur darum ging, ihn aufzuspüren. Ich hatte immer die Theorie, dass ursprünglich geplant war, dass Jacob selbst Jack sein sollte, was dann auch erklären würde, warum man ihn zwischendurch spielen kann und warum Jacob auch aus der Geschichte verschwand. Man hat die Idee aber verworfen, um eben wieder einmal auf Nummer sicher zu gehen. Am Ende ist es so weit hinten, weil es eben das vergesslichste Assassin's Creed war. Ganz ehrlich, Liberations ist ein Teil, der eigentlich locker den letzten Platz gemacht hätte, wenn man ihn sich so ansieht. Man merkt an so vielen Stellen, dass es eigentlich ein PS Vita-Spiel gewesen ist, das nur auf den PC geportet wurde. Das Aussehen des Spiels ist schlechter als in Assassin's Creed 3, die Gebiete sind kleiner und auch mit weniger Details und generell Aktivitäten gefüllt. Die Geschichte wirkt teilweise ungeordnet und eher so, als ob man jetzt auf Teufel komm raus noch irgendwie einen Twist benötigte. Dazu kommt, dass das Spiel sicher die geringste Gegenwartsgeschichte hat, bei der es einfach nur darum geht, dass Abstergo das Spiel entwickelt und kleine Details verändert hat. Da wird aber auch nie wirklich was draus gemacht, als dass man es wirklich als Feature bezeichnen konnte. Im Großen und Ganzen ist das Spiel also eigentlich eine reine Enttäuschung. Aber es hat eben auch das bis heute beste Feature eines jeden Assassin's Creeds, nämlich die Fähigkeit, sich verschiedene Outfits anzuziehen und so bestimmte Vor-, aber auch Nachteile zu erhalten. Es ist ein Feature, das meiner Meinung nach perfekt zu einem Neuzeit-Assassinen passt und das durchaus auch in den späteren Nachfolgern gut zur Geltung gekommen wäre, was es umso trauriger macht, dass es einfach verworfen wurde. Man muss aber leider auch sagen, dass das Feature das Spiel nicht wirklich retten kann und das liegt unter anderem daran, dass es viel zu selten wirklich benutzt wird. Zu viele Missionen schreiben das Outfit vor und die paar, die einem die freie Wahl lassen, sind zu detailarm, um wirklich überzeugen zu können. Ein Spiel mit der besten Idee, am Ende aber dem geringsten aller Budgets. Wartet! Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Und damit kommen wir dann endlich auch zu dem Teil, der die ganze Serie gestartet hat. Einst als weiterer Prince of Persia-Teil geplant, konnte niemand ahnen, was da in Zukunft auf uns zukommen würde.
die riesige Welt mit der enormen Freiheit, überall langklettern zu dürfen, was einem nie geahnte Optionen gab, war für die damalige Zeit einfach genial, weswegen ich dem Spiel auch bis heute seine Fehler verzeihen kann, die vor allem der zu repetitive Aufbau der Geschichte und die zu repetitiven Nebenaktivitäten sind. Allerdings rechne ich dem Spiel auch noch ein paar andere Sachen hoch an, zum Beispiel, dass es eines der wenigen Assassin's Creeds ist, das die grundlegenden Unterschiede in der Ideologie der beiden Gruppen, Assassinen und Templer, hervorhebt. Klar, die Antagonisten sind teilweise auch einfach böse, wahrscheinlich um dem Erstspieler genug Motivation zu geben, diese umzubringen, aber gerade in den Szenen nach dem Attentat wird eben die Frage nach der Entscheidung zwischen Frieden durch Kontrolle oder der allgemeinen Freiheit aufgeworfen. Auch die Gegenwartsgeschichte ist tatsächlich interessant gewesen, denn auch wenn man die meiste Zeit nur E-Mails lesen kann, so muss man sich den Zugang zu diesen doch erarbeiten, was die Informationen dann gleich viel interessanter macht, als wenn sie einem einfach zu Beginn des Spiels gegeben würden. Am Ende ist Assassin's Creed 1 aus heutiger Sicht sicher kein gutes Spiel mehr. Gerade der repetitive Aufbau stößt viele Spieler sicher vor den Kopf. Es ist aber mit seiner grundlegenden Idee eines der wahrscheinlich innovativsten Spiele auf dieser Liste. Und schon allein deshalb ist das Spiel bis heute eines, das man sich zumindest mal angeschaut haben sollte. Und damit kommen wir zu dem Assassin's Creed, von dem ich persönlich denke, dass es der beste Teil der Reihe hätte werden können, wenn man sich einfach ein Jahr mehr Zeit genommen hätte. Eine durchaus kontroverse Aussage, da das für viele der Teil ist, der das Ende der ursprünglichen Assassin's Creed-Formel einläutete. Im Gegensatz zu vielen anderen denke ich aber nicht, dass das durch eine generelle Müdigkeit passiert ist, sondern einfach nur, weil das Spiel in einem desolaten Zustand auf den Markt gekommen ist. Aber alles der Reihe nach. Unity entwickelt die typische Assassin's Creed-Formel nämlich zwar nicht in riesigen Schritten weiter, aber es verbessert genau die positiven und teilweise auch negativen Aspekte. Das Parcoursystem ist zwar insgesamt vereinfacht, aber es gibt nun auch die Möglichkeit, schneller wieder herunterzuklettern, was dem Ganzen einen viel geschmeidigeren Fluss gibt. Menschenmassen, zwischen denen man sich versteckt, sind jetzt keine drei Typen oder Prostituierten mehr, zwischen denen man eigentlich auffällt wie eine Leuchttafel in der Nacht, sondern riesige Mengen, dass sich das Verstecken in diesen das erste Mal logisch anfühlt. Und gerade auch das Ausführen von Attentaten ist jetzt enorm freier gestaltet, mit einem großen Gebiet, das Optionen präsentiert, die man nutzen kann, um sich Vorteile zu verschaffen und an sein Ziel heranzukommen. Und auch das Kampfsystem wurde dahingehend überarbeitet, dass Konter nun kein One-Hit-Kill mehr sind, sondern einem einfach nur eine Öffnung geben, was die Kämpfe gerade auch durch die teilweise clevere KI, die nebenbei Bomben wirft und schießt, enorm viel anspruchsvoller gestaltet. Selbst die Geschichte hat interessante Ideen, wie der Fakt, dass dieses Mal die Assassinen die herrschende Macht in der Stadt sind und die Templer sich gerade neu aufbauen. Dazu gibt es eine Liebesgeschichte à la Romeo und Julia zwischen dem Assassinen und Hauptcharakter Arno und der Templerin Elise, was theoretisch interessante Konflikte ermöglicht, bei der Arno seine Ideale oder Liebe in den Vordergrund stellen muss, so wie man es im Trailer angedeutet hat. Aber da sind wir dann leider auch schon bei den negativen Punkten, denn auch wenn eine solche Geschichte möglich gewesen wäre, wird ihr Potenzial nie ausgeschöpft. Die Assassinen tun eigentlich das ganze Spiel über gar nichts und sind mehr Hintergrund als wirkliche Charaktere. Und was den potenziellen Konflikt angeht, der wird leider durch eine Standard-Rache-Story ersetzt, die auch nie so wirklich Fahrt aufnehmen kann. Von der Gegenwartsgeschichte will ich erst gar nicht anfangen, die man komplett streichen könnte, ohne dass es jemandem auffallen würde. Trotz alledem hätte das Spiel weiter oben landen können, wären da nicht die Bugs und die ersten Microtransaktionen gewesen. Denn ja, das sind die zusätzlichen Dinge, die bei der Bewertung ebenfalls mit einfließen. Und auch wenn die Bugs inzwischen gefixt sind und die Microtransaktionen niemals nötig waren, um das Spiel abzuschließen, so waren es doch vor allem diese Dinge, die viele von der Serie vertrieben haben. Your man did not capture me, Galfin. I allowed myself to be caught. I was exactly where I wanted to be. Close enough to kill you. Wie man merkt, nähern wir uns so langsam den Teilen der Reihe, über die ich im Großen und Ganzen positiv rede, und der nächste Teil ist da keine Ausnahme, wobei viele den Teil sogar nicht einmal gespielt haben, Assassin's Creed Chronicles. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine dreiteilige Reihe, die in China des 16. Jahrhunderts, Indien des 19. Jahrhunderts und der Oktoberrevolution in Russland spielt. Doch auch wenn es eine nette nostalgische Entscheidung war, den ersten spielbaren Charakter zu Shao Jung zu machen, die in einem Kurzfilm einst Ezio getroffen hatte, so bleibt die Handlung im Großen und Ganzen doch eher im Hintergrund, noch viel mehr als bei anderen Assassin's Creeds.
Doch, das wird durch das frische Gameplay gut verdeckt, denn im Gegensatz zu allen anderen Spielen ist dies ein 2,5D-Spiel, in welchem Schleichen wirklich in den Vordergrund gesetzt wird. Sichtbereiche von Wachen zusammen mit deren Laufwegen werden angezeigt und durch die große Übersicht der 2D-Variante ist die Planung des Weges das A und O. Und das wird auch belohnt, denn am Ende eines jeden Levelabschnitts bekommt man eine Bewertung, die mit einbezieht, ob man entdeckt wurde und sogar ob man Wachen getötet hat, die man nicht hätte töten müssen, was es zum einzigen Spiel macht, das die Idee, keine Unschuldigen zu töten, wirklich umsetzt. Naja, mit Ausnahmen zumindest. Doch gerade dieser Fokus auf das Schleichen ist nach den eher actionorientierten Assassin's Creeds eine willkommene Abwechslung gewesen. Es ist durchaus motivierend, die Level immer und immer wieder zu probieren, bis man die bestmögliche Route gefunden hat, und selbst dann braucht man oft noch eine gute Ausführung. Abseits der Geschichte gibt es noch eine geheime Gegenwartsszene, die aber inzwischen nur wichtig ist, wenn man den Comic verstehen will. Aber ganz ehrlich, das Spiel spielt man nicht wegen der Story, sondern des Gameplays, und da es auch zu einem geringeren Preis als die Standard Assassin's Creeds veröffentlicht wurde, kann man darüber sicher hinwegsehen. Und damit kommen wir zu den besten drei Assassin's Creeds, die ich eigentlich alle uneingeschränkt empfehlen kann. Die Bronzemedaille hat sich dabei Assassin's Creed 4 gesichert, das Spiel, welches mit einem quasi komplett neuen Gameplay-Element, dem freien Bewegen und Kämpfen mit dem Schiff, einen neuen Wind in das Franchise gebracht hat. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, das Gameplay ist einfach super. Es macht Spaß, große Schiffe zu bekämpfen und schlussendlich zu entern. Das Ganze wird durch die eher zurückgelegte Geschichte auch noch enorm gut unterstützt. Normalerweise ist so etwas ja ein Kritikpunkt, aber wie ich bereits einmal erwähnte, wird dadurch die Freiheit, die das Piratendasein repräsentiert, enorm gut übermittelt. Und am Ende zieht der Plot sogar nochmal etwas an und wird durchaus interessant. Die Antagonisten bleiben außer Roberts allerdings recht schwach, aber das lässt sich beim Aufbau der Geschichte sicher schlecht vermeiden. Das Einzige, was mich wirklich an der Geschichte stört, ist der Beginn, da Edward ohne jeden Grund bereits perfekt mit den versteckten Klingen umgehen kann. Ach so, und die Gegenwartsgeschichte ist natürlich auch recht vergesslich. Mal wieder. Wobei es zumindest einen ganz netten Twist gibt, der aber am Ende eigentlich auch komplett irrelevant für die Geschichte selbst ist, wenn man mal ganz ehrlich bleibt. Zum Gameplay an Land lässt sich nicht viel sagen, außer dass es sich so spielt wie in alten Teilen. Da der Schauplatz aber wieder Amerika ist, gibt es keine sonderlich großen Gebäude, die zu erklimmen zumindest nach einer Herausforderung aussieht. Es gibt eine größere Nebenquestreihe, die auch weitere Charaktere einführt, die sogar teilweise ganz interessant sind und verschiedene Attentate enthalten. Im Gesamten wird das Spiel aber durch Nebenaktivitäten getragen, die eben durch das innovative Schiffsgameplay enorm unterhalten können. Am Ende bleibt das Spiel schon einfach deshalb gut, weil gerade das Piraten-Setting nur selten wirklich gut umgesetzt ist und Assassin's Creed 4 endlich diese Lücke gefüllt hat, weswegen es durchaus berechtigt diesen hohen Platz verdiente. Hier kommen wir sicher zu einer weiteren kontroversen Platzierung, denn Assassin's Creed 3 steht bei vielen sicher nicht wirklich weit oben. Aber an all die, lasst mich euch das wichtigste Argument gleich von Anfang an bringen: Man kann Haytham spielen, auch wenn es leider nur für das Tutorial ist. Aber auch der Rest der Story ist meiner Meinung nach durchaus gut gelungen. Ja, das Tutorial ist etwas lang, aber ich finde es gerade im Blick auf spätere Assassin's Creeds gut, dass sich hier noch die Zeit für die Charaktere genommen wurde. Dazu kommt, dass Assassin's Creed 3 das wahrscheinlich einzige Spiel der gesamten Reihe ist, das den Konflikt zwischen Assassinen und Templer wirklich zu einem Konflikt der Ideale macht und nicht einfach einem reinen Gut gegen Böse. Gerade Haytham, den man später mit Connor wieder trifft, stellt die Prinzipien der Assassinen in Frage, die zu einem Bürgerkrieg geführt haben.
Das Einzige, was an der Geschichte zu wünschen übrig lässt, ist der Charakter Connor selbst, weswegen viele das Spiel berechtigterweise nicht mögen. Ich habe dabei noch nicht einmal das Problem, dass er naiv ist, das ist durchaus nachvollziehbar, und er macht irgendwann ja immerhin auch die Entdeckung, dass er nicht einfach jedem vertrauen kann. Das Problem ist, dass sein Character-Arc einfach nicht zu Ende gebracht wird. Nach der Realisierung kämpft er noch immer auf der Seite Washingtons. Nun kann man hier sicher sagen, dass dessen Interessen einfach mit seinen überlappen. Doch im Finale der Geschichte wird die gleiche Entdeckung noch einmal gemacht, als er feststellen muss, dass er nicht nur sein Ziel nicht erreicht hat, sondern dass scheinbar auch die Gottheit ihn belogen hatte. Das Problem ist, dass an dieser Stelle das Spiel endet. Führt diese Erkenntnis nun dazu, dass Connor seinen Weg verliert, oder merkt er, dass seine Taten nichtsdestotrotz einen positiven Effekt hatten, weswegen er den Weg des Assassinen weitergeht? Es gibt eine kleine Andeutung, allerdings ist dieser Part des Character-Arcs einfach zu gerusht, um wirklich einen Effekt zu hinterlassen. Dafür kann Assassin's Creed 3 auch endlich mal wieder eine gute Gegenwartsgeschichte präsentieren. Man lernt nicht nur mehr über die Vorläufer und der Twist am Ende wird an verschiedenen Stellen sogar geforeshadowed, sondern man kann auch endlich sehen, wie Desmond seine gelernten Fähigkeiten anwendet. Einige haben kritisiert, dass es schade ist, weil es im Prinzip das gleiche Gameplay ist, wie was man im Animus macht. Doch, wie bereits erwähnt, es gibt genug alternative Dinge in der Gegenwartsgeschichte und besonders herausstellen möchte ich hier auch, dass man keine Anzeigen wie Sichtbarkeit oder Konterpunkt in der Gegenwart bekommt, weil diese eben ein Feature des Animus sind und nicht des Spiels selbst. Das ist ein schönes Detail meiner Meinung nach, das viele bestimmt nicht einmal bemerkt haben. Wahrscheinlich auch, weil das Kämpfen recht einfach ist. Was das Gameplay angeht, muss man sagen, dass Assassin's Creed 3 eine Menge Abwechslung bietet, mit Jagen, Stadterkundung oder auch einfach dem Fahren eines Schiffs. Das Jagen ist am Ende recht unnötig, aber dafür gibt es zwei komplette Nebenquestreihen. Eine, bei der man Assassinen rekrutiert, wie in Assassin's Creed Brotherhood, wobei jedem Assassinen mehr Persönlichkeit gegeben wird, wie schon in Assassin's Creed Revelations, was das Ganze interessanter gestaltet. Und es gibt auch eine Reihe rund um das Erkunden verschiedener Inseln, welche aus Rätseln und Verfolgungsjagden bestehen, bei welcher man Kartenstücken zum Schatz von Kit sammelt und was eine gute Abwechslung zum Rest des Spiels bietet. Dazu gibt es noch eine komplette Reihe um den Aufbau des Dorfes, die zwar interessante Charaktermomente enthält, spielerisch aber recht simpel bleibt. Das Kampfsystem ist allerdings noch simpler als in den Vorgängern, aber ganz ehrlich, wer spielt das Spiel schon für sein Kampfsystem? Im Großen und Ganzen ist Assassin's Creed 3 ein super Spiel, mit einer durchaus gut geschriebenen Story und dem besten Charakter der gesamten Reihe. Hätte man das ganze Spiel mit Haytham gespielt, wäre es die klare Nummer 1. Doch die geht an... Und möge es uns nie ändern. Gut, das war wahrscheinlich nicht so überraschend. Was sicher etwas überraschend ist, ist, dass ich hier etwas gecheatet habe, da ich alle drei Spiele der Assassin's Creed 2-Reihe zusammengefasst habe. Ich meine, mit der Variante hatte ja kein anderes Spiel die Möglichkeit zu gewinnen, aber lasst mich ganz kurz erklären, warum ich das getan habe. Ursprünglich hatte ich nämlich alle drei Spiele einzeln behandelt. Brotherhood war dabei mein Platz 1, Assassin's Creed 2 wäre auf Platz 4 gelandet, noch hinter Assassin's Creed 4, und Revelations wäre sogar nur auf Platz 6 gelandet, hinter Chronicles. Die Gründe für diese ursprünglichen Platzierungen waren hauptsächlich wegen der DLC-Politik. In Revelations gab es einen DLC, der den ganzen Plot rund um Lucy aufgelöst hat, und in Assassin's Creed 2 gab es sogar DLCs, die das ganze Ende des Spiels beinhaltet haben. In beiden Fällen verliert man ohne den DLC wichtige Informationen für den Nachfolger, und das ist meiner Meinung nach eine der schlimmsten Praktiken. DLCs sollten die Geschichte erweitern, wie in Brotherhood, wo man den DLC sogar mit Uplay-Punkten kaufen konnte, aber nie wichtige Punkte des Plots enthalten oder gar das Ende des Spiels. Das einzelne Spiel sollte sich immer vollständig anfühlen und das ist in beiden Fällen nicht der Fall, weswegen beide Spiele deutlich weiter unten gelandet werden. Doch das erklärt nicht, warum ich sie nun zu einem zusammengefasst habe. Der Grund liegt einfach darin, dass es nicht fair gewesen wäre. Brotherhood ist mein absoluter Favorit der Reihe, weil er im Gegensatz zu Assassin's Creed 2 einen deutlich erwachseneren Ezio enthält und vor allem, weil ein stärkerer Fokus auf dem Schleichen liegt. Gerade der Anfang von Assassin's Creed 2 war doch sehr gescriptet und man konnte viele Leute nicht heimlich erledigen. Gleichzeitig denke ich aber, dass dies unfair gegenüber den anderen Teilen wäre, denn Brotherhood kann dies nur ermöglichen, weil Assassin's Creed 2 die Grundlage dafür gelegt hat. Ohne Assassin's Creed 2 wäre Brotherhood deutlich schlechter, aber gleichzeitig muss Brotherhood auch kein langes Intro enthalten, weil Assassin's Creed 2 eben existiert. Eine einzelne Bewertung ist daher meiner Meinung nach einfach nicht möglich. Ich denke, am Ende muss ich nun keinen erklären, warum diese Spiele so gut sind, wie sie sind. Sie erzählen die vollständige Geschichte von Ezio, von den Anfängen, sogar dem Baby, bis hin zum alten Assassinen, der sich zur Ruhe setzt. Diese Zeit erlaubt für genug Charakterentwicklung, wodurch Ezio der Charakter ist, der einem am ehesten in Erinnerung bleibt. Vor allem auch, weil er die mit Abstand beste Rede der Reihe hält.
Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe, und sah, wie meine Familie starb. Verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen. Wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich, eigene zu finden. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen, was immer wir für wahr halten. Das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem. Die Gegenwartsgeschichte ist in Assassin's Creed 2 und Brotherhood gut, wenn man auch etwas mehr daraus hätte machen können. Doch gerade Brotherhood bietet interessante Klettereinlagen und den wahrscheinlich größten Twist der Gegenwart. Revelations Gegenwartsmissionen sind seltsam. Es wirkt, als wollte das unbedingt jemand in ein Spiel einbauen und hat es dann einfach hier mit reingepackt. Wenn ich etwas Positives darüber sagen sollte, dann, dass es eine enorme Abwechslung zum normalen Gameplay bietet. Ansonsten lernt man hier leider nur etwas über Desmonds Vergangenheit, was zwar interessant ist, aber ich hätte mehr Interaktionen mit Clay gewünscht, den man, wie bereits angesprochen, ansonsten erst im DLC näher kennenlernt. Es gibt in allen drei Spielen spannende Missionen samt Attentaten, wobei leider die Antagonisten recht simpel bleiben. Lediglich Brotherhood mischt das Ganze ein bisschen ab, indem es einen Konflikt innerhalb der Borgia-Familie schafft, was dem Ganzen eine weitere Ebene verleiht. Auch im Gameplay-Bereich gibt es nicht viel zu meckern. Alle Spiele haben ein ähnliches System mit leichten Änderungen, die gerade im Kampf mehr Möglichkeiten bieten, seien das die Kombination mit der Fernkampfwaffe oder das Nutzen der Hakenklinge in Revelations. Brotherhood führt darüber hinaus das bereits angesprochene Anheuern von Assassinen ein, die man dann in Missionen nutzen oder auf eigene schicken kann. Revelations erweitert das mit einem Tower-Defense-Spiel, das einfach komplett unnötig wirkt und eigentlich nie zum Einsatz kommt, wenn man seinen Bekanntheitsgrad niedrig hält. Doch Revelations bringt dagegen auch noch ein ganz besonderes neues Feature mit, das ich wie das Wählen des Outfits aus Liberations gerne wiedergesehen hätte, und das ist die Möglichkeit, seine eigenen Bomben zusammenzustellen, die dann verschiedene Eigenschaften besitzen. So kann man seine Bomben für verschiedene Situationen anpassen und alles, was mehr Optionen im Bereich Schleichen gibt, sehe ich immer als etwas Positives. Was noch zu sagen bleibt, ist, dass es in Assassin's Creed 2 und Brotherhood die wahrscheinlich besten Nebenquests der Reihe gibt, bei denen man verschiedene Gräber der Assassinen erforscht. Das sind dann entweder schwierige Kletter-, Verfolgungs- oder Kampfmissionen, die einen guten Kontrast zum sonst so freien Klettern bieten. Was will man also sagen? Alle drei Spiele sind an sich schon mit die besten der gesamten Reihe und wären hauptsächlich wegen der DLC-Politik weiter unten gelandet. Alle drei zusammen sind mit Abstand das Beste, was die Reihe zu bieten hat, und jeder, der auf Actionspiele gekoppelt mit Schleichen steht, der kann mit dieser Trilogie sicher nichts verkehrt machen. Und das war dann auch meine Liste der Assassin's Creed-Teile. Wie gesagt, wenn ich ein neues Assassin's Creed sehe, das mir zusagt, dann werde ich mir das sicher holen, doch es ist leider kein Franchise mehr, das ich unbedingt weiter spielen muss. Ich denke, die Liste hat auch sehr effektiv gezeigt, dass die älteren Spiele aus den Jahren rund um 2010 die mit Abstand besten waren, bis dann irgendwann die Gier leider zu viel wurde. Doch die Qualität dieser ursprünglichen Spiele kann auch durch die neuen nicht kaputt gemacht werden.